Wir spielen Hand. Ja, nee, guck mal, ich bin neben dir, glaube ich. Ja, Gott, sieht so scheiße aus. Halte E gedrückt und Und Schatten dein sehen und Charakter Schatten. erst, ey. Boah. So, ja, Krass. das Tutorial wird im Spiel immer wieder erklärt. So, weil wir Okay. ja noch im Anfängerbereich sind. So, Ladies and Gentlemen, wir spielen heute mal eine normale Handfolge, kein Noob-O-Memes, weil Sven ist noch nicht auf dem Niveau eines Noobs. Weil er noch aktuell Anfänger ist. Moment, Moment mal. Erstmal nicht erst Noob, dann kommt Anfänger. Nee, nee. Okay, krass. Du musst mir eben die Steuerung erklären. Alles klar, WASD, laufen. Ja, Rechtsklick ist ja ist dann logisch. für die erste Zielversion, ne? Ja. Da hast du ja schon hier Kim und Korn. Ja. Und dann Shift drücken, dann hast du krasseres Sehen. Zum Beispiel. Jetzt Shift? Ja, Rechtsklick und Shift. Dann guckst du richtig hart drauf. Weiß ich nicht, irgendwie. Eigentlich. Für die Normalsterblichen ist das so. Sven guckt immer krass drauf anscheinend. auf 3 hast du hoffentlich dein Messer, auf 2 Sekundärwaffe, auf 1 die Hauptwaffe, kannst du auch hin und her wechseln mit dem Ausrad. Warte, So. Messer habe ich auf 4. Ja. Kommen wir erstmal nicht zu nah, wir laufen außen rum. Nicht so laut sein, Sven. Nicht so viel, nicht, man rennt in dem Spiel auch nicht, man hat Ausdauer und Ja. Lebensbalken. Wenn dir kein Lebensbalken angezeigt Was? wird, wenn dir kein Warum hast du Lebensbalken, mir umgebracht? weil es ein Zombie ist. Wenn da kein Lebensbalken dir unten angezeigt wird, dann hast du volles Leben. Okay. So, jetzt komm mal zu mir. Wie quatscht man? Steuerung. Ah. Ja. Geradeaus, siehst du was Fettes? Ich sehe den Fettsack, aber da sind auch irgendwie solche Raupen oder was das ist. Das sind Maden, die aus seinem Körper spawnen. Okay. Die sind böse. Das Problem ist, anderer Eingang, das ist ein Emulator. Der brennt und explodiert, wenn er auf dich zukommt. Okay, also mit wem kämpfen wir? Das heißt, wir schleichen uns hier rein, weil der, das ist der, weiß gar nicht, wie haben wir den genannt? Den Fleischklotz, der reagiert auf Geräusche. Das heißt, schleichen. Okay. Und dann gehen wir hier rein. Also Hand ist halt ein Spiel, wo man sehr viel Geduld üben muss. Und was sehr viel von Atmosphäre lebt. Okay, hier gibt es keinen Eingang. Wir gehen hier nicht rein. Aber da siehst du ja schon einen Weg nach oben. Kann der jetzt aufwachen? Nee, nee. Also es gibt welche, die, wo man sieht, dass sie tot sind. Es gibt aber welche, die auch noch am Boden liegen oder so. Okay. Aber ich finde auch gut, Hand hat keinen Bug mehr mit den Texturen. Das ist ganz gut. Hier, was du jetzt siehst, komm, wenn du hier oben bist, bei mir, hier ist Ja. ein der ist ein Hinweis. Oh. Der, mach mal. F gedrückt halten. Genau, jetzt hat sich oben links unsere Karte aktualisiert. Ja, ich Genau, spinne jetzt, also. genau, da steht jetzt Tab drücken und jetzt siehst du, wie die Karte sich eingegrenzt hat. Ah ja, tatsächlich. Genau, das heißt, da wo es jetzt grau, dunkelgrau ist, da ist sie auf jeden Fall nicht. Und wir müssen jetzt weiter suchen, da wo es noch hell ist. Deswegen würde ich jetzt Okay. sagen, zur Holzverarbeitung. Als nächstes. Weil das Fort ist zum Beispiel ganz schön scheiße. Weil da sind meistens immer Aufspieler und da ist noch, das ist noch Käse. Folgt einfach mal. Mit Leertaste kannst du auch an solchen Sachen hoch, genau. Ah, gut. Es gibt auch Pferde, Hühner, Enten, Raben, die sorgen alle dafür, wenn du in deren Nähe gehst, dass sie laute Geräusche verursachen und dann Leute zum Beispiel wissen, okay, da ungefähr ist ein Spieler. Ah, okay. Deswegen muss Krass. man in der Regel mal vermeiden, keine Tiere aufzuschrecken. Also. Okay. Und in dem Spiel ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, man sollte nicht so viel crouchen, weil Spieler mittlerweile auch darauf gerichtet sind, eher, da sind Hunde am Berühren, das heißt schleichen Ja. und dann direkt nach rechts, hier runter.
Weil Hunde sind fies. So fies? Kann die auch mit dem Messer killen dann, oder? Du kannst sie auch mit dem Messer killen, ja. Aber die machen halt, die machen echt gut Damage. Das ist das Problem. Okay. Machen halt und sorgen natürlich auch ein bisschen für Lautstärke. Also wie gesagt, dann wissen halt andere Spieler da ungefähr. Und auf einer Map sind immer 10 Leute, das heißt, von Anfang an haben wir 8 Gegner immer. Und wir haben ja auch noch keine Schüsse gehört von anderer Seite. Das heißt, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir noch weiterhin 8 Gegner haben. Okay. Und die spawnen halt alle immer an dem Rand der Maps. Also gibt es halt auch feste Spawnpunkte und so. Ja. Good. Ich habe noch eine Frage. Ist das bei dir auch so langsam, wenn du mit der Maus hin und her guckst? Nee, das ist dann die Maus-Sense. Weiß nicht, wie du die eingestellt hast. Ich habe die noch so gelassen. Also Standard noch. Hast du die bei dir schneller gemacht oder? Ah, warte, du, ich habe das seit Jahren drauf. Keine Ahnung, ob ich die schneller habe als Standard. Habe ich das drauf. Ich bin Yannick, der Super-Experte. Ich habe das raus, seitdem es damals in der DSS rauskam. Achso. Also wenn du möchtest, können wir gleich, wenn wir in einem Gebäude gleich sind oder so, kannst du dann einmal kurz gucken. Ja, ich gucke. Pass auf, wichtig ist, du darfst achten, wenn du zum Beispiel siehst, okay, hier sind besonders wenige Zombies, dann kann das schon mal ein Zeichen dafür sein, dass hier schon mal Leute waren. Ah, okay. Weil entweder müssen die Leute ja, die auch dann, die Hinweise sind für alle an der gleichen Stelle. Ja. Ja. Und entweder würde das ja heißen, die haben die Zombies erfolgreich umgangen oder die haben die gekillt. Ah, okay. Das sind ja die Optionen, die man hat. Rechts sind Hives, die sind fies, die vergiften dich mit ihren Bienen. Oh. Die hetzen giftige Bienen auf dich und die werden dann vergiften dich. Krass. Und teils, wir gehen jetzt einmal so rum. Und dann wieder ein Crouch-Modus ab hier. Und wir crouchen. Und dann geradeaus, weil links von uns sind Raben, rechts von uns sind Raben und die Hive. Alter. Und ganz weit links von uns ist auch nochmal eine Hive. Krass. Mhm. Ich mach hier einfach mal auf. Na, haben wir rein hier. Ja, dann können wir erstmal wieder normal laufen. Weil der drin ist, dann erstmal okay. Und wenn du möchtest, gehen wir erstmal hier hoch. Kannst du gehst einmal hoch und dann kannst du deine Einstellung schon mal bearbeiten. Achso, ja. Kannst schon mal mit den Zombies üben, genau. Hier liegt noch ein bisschen Muni. Crouch ich mal hin. Und guck ich mal hin. Aktion. So, wir gehen unten gleich übrigens nicht mehr durch eine Tür, sondern neben gleich ein Fenster. Okay. Hab ich gerade schon viele gehört. Was habe ich jetzt gemacht? Du hast gepinkt. Achso. Das gibt es auch seit der Vollversion, dass man zum Beispiel weiß, okay, Spieler 2 hat da markiert, da ist was Wichtiges, da hat er gerade Spieler gesehen oder so. Ja. Ja. Also da ist ein Fatty. Ja, draußen sieht man das zum Beispiel noch. Sie liegen auch. Die Pferde liegen immer auch auf dem Boden. Also wenn die Pferde noch ganz sind, dann sind die auf jeden Fall noch am Leben. Da musst du aufpassen, dass du die nicht aufschreckst. Ist das auch so ein Fatty oder was ist das? Warte, ich komm mal hoch. Also unten habe ich auf jeden Fall Alarmanlage angemacht. Wenn jemand durch eine Tür geht oder so, dann löst höchstwahrscheinlich eine Bärenfalle aus. Okay. Deswegen gehen wir gleich nicht mehr durch eine Tür, sondern einen anderen Weg. Naja, das ist auch ein Fetti. Und da der linke,
Also der da? Das ist ein Tank. Ein gepanzerter. Da ist da ja auch noch einer. Genau. Das Problem ist, du siehst ja, da. Ja. Wo ich markiert habe, rechts. Ja. Da ist der Hinweis. Oh. Kann ich den irgendwie ablenken, oder? Ja, ich lenke den ab. Und... warte. Also ich lenke den ab und du machst... und dann du holst den dann, ja? Okay, einfach hin. Wie sprinte ich nochmal? Mit Shift. Also so wie bei Rainbow. Ja, genau. Okay, und F ist dann zum Holen, gut. Mhm. Kriege ich hier Fallschaden? Fallschaden gibt's auf jeden Fall, ja. Hast du geschossen? Ja. Hab. Alles klar, dann gehen wir schnell weiter. Ich bin vergiftet. Ja, das legt sich. Alles klar. Jetzt schließen. Oder so, und weiter. Haben wir schon mal zwei. Wir können mal kurz in das kleine Gebäude und gucken von da aus weiter. Okay. Okay, shit. Was denn? Ja, Rahmen aufgeschränkt. So. Aber läuft schon mal ganz gut. So, also wir sind immer noch gut drin. Wenn du jetzt Tab drückst, ja, siehst du, es gibt nicht mehr viel. Nee. Höchstwahrscheinlich ist es im Gefängnis. Weil wir haben die Spinne als Boss, wie du ja siehst. Ja. Und die Spinne ist oft im Gefängnis. Okay. Was das Schlimme daran ist, das Gefängnis ist ein Scheißort. Und auch, es gibt ja Doppelmaps. Ja. Das heißt, Doppelmaps werden zwei Gegner. Das heißt, wäre wiederum nicht so viel wechseln. Dann macht immer so. Und das heißt, die Spieler splitten sich natürlich dann auf in diese Monster. Ja. Jetzt konzentrieren sich fünf verschiedene Teams, mit uns eingezählt, auf dieses eine Monster. Ja. Was natürlich dann wieder ein bisschen schwieriger ist. Als wenn die dann natürlich dann aufgeteilt sind, ne? Ja. Und das andere Problem ist, die Spinne ist immer sehr unbeliebt. Das heißt, wir müssen da echt gut abwarten und geduldig sein. Und hoffen, dass andere Spieler sich gegenseitig erstmal ein bisschen snaggeln. Okay. Krämer ist angezeigt, wenn irgendwie ein Spieler stirbt oder irgendwie so? Man hört es in der Regel, wenn Spieler aufeinander schießen, weil man hört Schüsse wirklich schon von weitem. Okay, also aber vermutlich irgendwie so angezeigt, irgendwie so jetzt hier Bernd hat jetzt irgendwie Gustav gekillt oder so. Ja, genau, das ist nicht im Spiel drin. Also wenn die Spinne zum Beispiel tot ist, dann wissen alle auf der Map Bescheid. Okay. Also wenn die tot ist, dann wenn sie aufgesammelt wird, die Beute von der Spinne, das wird auch angezeigt. Und wo dann die Beute tragen, das wird auch immer angezeigt, wo die sind. Gut. Und, was aber du auch siehst... Widerstäbe ist unwichtig. Genau, also du musst halt zählen, wenn du jetzt mehrere Schüsse hörst oder so, musst halt rechnen, okay, da ist jetzt vielleicht ein Spieler, zwei draufgegangen. Da ist vielleicht ein Team jetzt draufgegangen, wenn da jetzt viele Schüsse waren. Ja, okay. Wenn so kontrollierte Schüsse waren, war es dann wieder Zombie oder wenn es sich wieder zwischendurch wiederholt, war es vielleicht auch schon auf die Spinne oder so. Okay, gut. Und wenn du nochmal auf Tab drückst, was ganz praktisch ist. Ja. Unten rechts siehst du ja diese Schwerter. Genau. Zweimal. Extraktionspunkte wieder heißt. Ja, genau. Da an den Stellen kann man abhauen von der Map. Ja. Das ist der einzige Weg, um mit dem Charakter zu überleben. Normalerweise. Also wir haben natürlich jetzt noch den Noob-Schutz, weil unter Level 16. Aber wenn der Charakter in der Regel überleben soll, dann muss man damit abhauen. Mit Beute oder ohne ist im Endeffekt egal. Man überlebt nur, wenn man dadurch abhaut. Okay. Also man könnte theoretisch jetzt schon durch den Eingang, also durch den Ausgang durch. Genau. Dann wartet man da 20 Sekunden und dann ist man raus aus der Map. Okay. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage. Da oben steht der Vertrag gültig. 45 Minuten 18. Genau. So lange ist die Map aktiv. Alle, die bis dahin nicht von der Map runter sind, sind tot. Ah, okay. So, also eine Runde geht maximal immer eine Stunde. Okay. Heftig. Mhm. Und wir haben halt den Vorteil, zwei Ausgänge sind, ja, sag ich mal, bei uns. Also, ich gehe davon aus, ist im Gefängnis.
Gefängnis ist so ein bisschen, ist ungefähr gleich weit entfernt vom Hemlock und Hyde Ausgang. Ja. Wie zu uns, zu unserem Verhältnis. Das heißt, wir könnten die auf jeden Fall abfangen. Auf jeden Und bei dem Fall. anderen sowieso. Bei dem anderen Ausgang wollen. Das heißt, Ja. wir haben eine zwei drittel Chance, dass es ganz gut ist. Und eine ein drittel Chance, dass sie einfach nach oben rennen. Ach so, nach oben können sie aber auch noch raus. Ja, genau. Okay. Und wenn man eine Spinne aufhebt, also beziehungsweise den Boss aufhebt, hat man ja die Beute. Da ist man für alle anderen Spieler sichtbar, aber man selber hat dann auch mit der E-Fähigkeit, die du ja selber schon probiert hast, hast du dann noch die Zusatzfähigkeit für 5 Sekunden, dass du andere Spieler siehst. Okay. Die werden, sind dann so orangene Punkte, so orangene Schemen, sag ich mal. Da weißt du, okay, da sind die Spieler gerade. Ja, und wenn ich jetzt E drücke, Ja. hört das jemand anders oder? Warte. E gedrückt. Hört? Ich habe was gehört. Nochmal? Ja. So, ja. Also ich gehe in der Regel davon aus, dass man es immer hört. Ja. Aber das ist im Verhältnis ja noch ein bisschen leiser. Also wenn du es hörst, dann weißt du auf jeden Fall, dass ein Spieler ganz nah. Okay. Aber ich finde es wirklich faszinierend. Also solche Runden gibt es halt auch zwischendurch immer wieder. Und dass so genau das jetzt deine erste Runde ist, ist natürlich jetzt krass. Aber jetzt eine halbe Stunde ist aber nichts passiert. Ja, Sven, aber nützt nun mal nichts. Da muss ich dran gewöhnen. Da. Ach, Hemlock Richtig. und Hyde. Hemlock und Hyde. Alles klar. Ohne dass wir es mitgekriegt haben. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Thais? Ist er vom Gefängnis ausgegangen, aber da ist es nicht. Okay. Also Thais? da, wo das halt so komisch ist auf der Karte, da war auch die Spinne. Da ist die Spinne, da sind auch zwei, da ist jetzt auch ein Team, auf jeden Fall. Ja. Und bei Also wenn. 50% machen wir uns ungefähr auf den Weg, damit du Bescheid weißt. Okay. Dann legen wir los. Also sind wahrscheinlich jetzt auch die anderen Teams unterwegs dahin. Na, alle sind alarmiert, alle sehen, dass da eine Spinne ist. Aber ich find's krass, ich hab's nicht mitgekriegt, dass da irgendein Schuss gefallen ist. Also entweder haben die die Lautes gekillt, weil jeder Boss hat eine Schwäche. Zum Beispiel die Spinne ist anfällig gegen Feuer. Ja. Man kann mehr Brandgranaten und so mitnehmen. Vielleicht haben die das einfach genutzt, das geht auch ziemlich flott. Okay. Wenn man auf die Schwächen von einem Boss arbeitet. Was war das? Was denn? Irgendwie so ein Schrei habe ich gehört. Also Zombies und so machen auch Geräusche. Ja, es ist irgendwie so Frauenschreiben, ja, würde ich Die, das sagen. ist die Hive. Okay. Die quietscht auch zwischendurch mal rum. Also nicht, also auch wenn sie keinen Gegner jetzt irgendwie hat oder so. Da macht sie auch Geräusche. Genau, also es gibt noch so Alarmier-Sounds von den NPCs. Zum Beispiel die Feuerfigur, die du am Anfang gesehen hast, der explodiert einfach. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Der Fetti, der rennt dann, der macht dann richtige Stampfgeräusche, so richtig schnell. Hast du auch mit Ja. dem Kurs mitbekommen. Die Hive, die fängt richtig an zu schreien und mit dem Fliegendarm zu schießen. Ja, der Tank, der rennt halt auch auf einem zu und will einen schlagen. Okay. Was gibt's noch? Ich glaube, das waren sie schon. Oder? 70% wollen Sie mit? Ja. Gehen wir mal langsam los. Das Problem natürlich auch, die sind natürlich direkt im Ausgang, das heißt, wir gehen jetzt einfach am See, am Sumpf entlang. Die wissen natürlich dann auch gleich, wo wir sind, aber wenn wir zum Beispiel dann versuchen rauszutriggern, dass die haben halt im Endeffekt 5 Sekunden, was so viel heißt, wie beide können jeweils 5 Sekunden lang gucken. Okay. Wenn die natürlich auch unkoordiniert sind, dann brauchen die das zum Beispiel auch separat auf. Ne? Und dann geht auch noch ein bisschen schneller. Und was auch wichtig ist für dich, beim Ausgangspunkt, wenn die zum Beispiel da jetzt stehen, ich glaube mittlerweile sind es 30 Sekunden, die man da stehen muss, bis man extrahiert wird. Ja. Wenn du extrahiert wirst,
Aber da jetzt ein anderes Team noch da reingeht, sag ich mal, in diesen Kreis, in der Umgebung ist, dann hört er auf. Darkwing Duck ist der Gegner, Bob, Sven. Ey. Und das wird natürlich schwierig jetzt für dich. Darkwing Duck in deiner allerersten Runde. Boah, du bist. Der wäre jetzt fieser Duck. Das ist ja die große Frage, jetzt hier wir uns alle beeinstellen. Und du siehst ja jetzt, wenn du E drückst und hoch gehst Richtung NE, Blitz. Ja. Das sind die Spieler. Und da, jetzt hörst du, jetzt geht's los. Also wir crouchen. Ja, kurz aber. Kann man sich auch hinlegen? Okay, wieso? Nee. Okay, wir haben noch ein Problem, Sven. Was denn? Direkt vor uns ist ein Wasserteufel. Ein Wasserteufel, wir müssen aber. Ja, einmal durchs Wasser rennen. Einmal durchs Wasser rennen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal durchs Wasser. Einmal durchs Wasser. Einmal durchs Wasser rennen. Und dann direkt. Getroffen oder nicht? Getroffen. Ja, okay, dann muss ich einmal verbinden. Wir müssen aber jetzt einmal. Habe ich. Leider drauf. Reden wir nicht mehr. Schade. Ja. Na gut. Jetzt ist halt Map zu Ende, weil die Beute weg ist. Naja. Da passiert halt auch. Deswegen. Ich habe jetzt zu spät das realisiert mit den 70%. War jetzt mein Fehler, aber weil das geht halt mittlerweile auch ein bisschen schneller als damals. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier warten. Ja, genau, bis die Zeit abläuft. War natürlich jetzt auch Pech mit den Wasserteufeln. Die gibt es nämlich auch noch im Wasser, dass die. Wenn da so ein Teich, sag ich mal, ist. Okay, krass, der lebt bei mir immer noch nach. Der springt dann raus und greift dich mit den Tackeln an und macht hier echt gut Damage. Also ich habe einen Ball verloren dadurch gerade. Alter. Gott. Ja, du sagtest nach 30 Sekunden warst du weg bei mir. Es kann sein, dass man nach 30 Sekunden schon Spieler trifft. Ah, okay, gut. Ah, ist nicht so gut, aber hey. Muss du jetzt. So, Leute, wir sind wieder da. Jetzt machen wir einen Doppelvertrag, damit du das auch mal kennenlernst. Was Ben und ich auch persönlich immer favorisieren. Okay. Gut. Und es ist ja, erst beginnt direkt ins Wolfslager. Es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel im Wolfslager, also direkt in die Gebäude vor uns, dass da schon der erste Boss ist. Ah, okay. Also das ist halt auch immer random. Ja, Oma? Lol. Was denn? Hast du einfach so umgenietet? Das sind Zombies. Achtung. Deine Ehre. Aufgeladene Schläge sind mit dem Messer übrigens One-Hit. Bei den normalen Okay. Zombies. Bei gepanzerten sind das drei aufgeladene Messerschläge. Okay. Bei den anderen würde ich Messerschläge nicht empfehlen, es sei denn, bei Hunden machst du es mit Skill. So, zum Beispiel jetzt hat man schon den ersten Schuss gehört und hier ist ein gepanzerter. Eins, zwei, drei. Kann man das auch wieder abbrechen, wenn man schon aufgeladen hat? Nee. Achso. Leider nicht. Da ist jetzt ein Pferd vor uns, Sven. Da musst du gleich drauf achten. Aber da müssen wir nun mal leider dran vorbei. Ohne Hilfe. Alles klar, umdrehen. Idee. Dadurch. Okay, du bist weg, wa? Du bist nicht mehr da, ne? Internet verloren oder so. Wahrscheinlich. Na gut. Der Charakter überlebt jetzt und würde dann so das neue Bild leben.
Okay, Sven bewegt sich. Falsche Richtung, Sven. Was? Falsche Richtung, Sven. Lol, ich bin wieder bei dir? Ja. Wundert mich noch mehr als dich. Wissen wir einmal? Ich habe nämlich gedacht, das war es bei dir. Habe ich auch gedacht, weil bei mir stand irgendwie Sitzung ist beendet und auf einmal bin ich wieder da. Hm. Weil Hand, also vor dem LXS wäre es auf jeden Fall so gewesen. Vor dem Release. Aber dann ist es eben wirklich so. Okay. Aber da hast du ja Glück gehabt, dass sie das jetzt ein bisschen geändert haben und ein bisschen großzügiger sind. Wir warten. Ist geil. Hm. Gut, ich habe jetzt einen halben Balken verloren, aber mach ja nichts. Also einen kleinen Balken. I'm so sorry. Ja, mach. Oh, hier ist eine Bärenfalle. Hm. Ja, aber wir brauchen nur eine. Im Endeffekt. Okay. Weil hier ist im Endeffekt nichts, aber damit Leute einfach mal reinlaufen, für den Fall der Fälle. Das mag ich ganz gerne. Okay. Ja. Hier ist leider kein Medikit oder so. Naja. Dann gehen wir auf der anderen Seite mal wieder runter. Oh. Shit, Gift. Gift hat mich gekriegt. Na gut. Ist es gut? Ne, alles gut. Ist ein Spieler oder? In der Nähe sind welche, ja. In Nord, aus Nordrichtung. So, ich heil mich einmal. Jetzt bin ich zumindest wieder einmal voll geheilt. Hab natürlich meine Spritze jetzt verloren. War natürlich jetzt unglücklich. So, im Endeffekt, wo ist denn jetzt der Hinweis hier? Okay, da ist ein Wasserkreuz, oder wie das heißt. Mhm. Das ist richtig. Wo ist denn mein Hinweis? Da bist du schon wieder. Naja, kannst ruhig da warten, ich komme so nach. Okay. Osten mittlerweile die Schüsse. Die Bugs fangen wieder an. Okay, was bist du hier? So, Hinweis Nummer 1 für die Spinne. Okay, Spinne. Gut, Osten ist immer noch beliebt. Ich kann zum Beispiel davon ausgehen, dass im Osten direkt, weil du siehst ja, im Osten ist das Gebiet kleiner. Durch diese rote Abgrenzung. Ja. Dass der Meuchler halt schon gefunden wurde. Und deswegen schon mal, deswegen schützt er das im Osten. Im Meuchlergebiet halt. So, ich gehe jetzt so langsam wieder zu dir. Ja. Aber du kannst ja schon mal runtergehen bei dir. Damit du, sag ich mal, im Erdgeschoss bist. Jo. Ich hab irgendwie Pferde gehört. Ja. Wenn die richtig so krass wiehern, dann wurden die aufgeschreckt. Ja, dann wurden die aufgeschreckt. Okay. Ja, ich bin jetzt da. Hier ist ein Fetti drin. Wie ein Fetti? Muss so ein gepanzerter. Ja, wir gehen aber hier eben wieder raus. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, ich würde sagen, noch more battery gehen. Das ist ein bisschen abseits, aber das ist ja nicht. Das passt ganz gut in unsere Karten. Was bei den Emulatoren zum Beispiel auch wichtig. Okay, das Wasser können wir nicht.
Aber bei Emulatoren ganz wichtig, wenn du zum Beispiel diese Feuertypen, wenn du zum Beispiel siehst, dass sie irgendwo bestimmt irgendwo hinrennen, dann weißt du auf jeden Fall, dass da Spieler sind. Oder bei Zombies zum Beispiel auch. Wenn die irgendwo zielgerichtet, zum Beispiel irgendwo komisch, dir das komisch vorkommt, weil meistens sind die so einzelner verstreut. Wenn so ein Haufen, so alles in ähnliche Richtung ist. Achtung, Raben. Okay, du bist wieder weg, wa? Okay, er ist wieder da. Ich weiß nicht, was mit dem scheiß Internet los ist. Ja, Ladies, ihr müsst ja wissen, Ladies and Gentlemen, falls ihr Nubo Memes 3 noch nicht gesehen habt, erstmal schämt euch. Und zweitens, Sven ist mittlerweile Mr. Gutes Internet. Deswegen hört allein schon den Podcast und dann gibt es mit. Ja, Ostes. Da hat man sich schon 100.000 Leute geholt von der scheiß Telekom. Funktioniert die Karte nicht. Mhm. Ja, du bist halt auf den. Ja, siehst du? Wusste ich. Du bist halt auf den Trick der Telekom drauf reingefahren, weißt du? Du hast ein Deal mit dem Teufel eingegangen. Ja, aber meistens klappt das ja mit dem Deal mit dem Teufel. Zumindest für den Anfang, ja. Okay, das ist ein Zombie. Gut. Hm. Also du hast auch immer für drei aufgeladene Messerschläge auch immer Ausdauer. Ja, genau. Okay. Dafür reicht es immer, sag ich mal. Zum Beispiel auch ein im Solo voll aufgeladen gegen den Gepanzerten, dafür reicht das. Okay. Oh, zwei Hives rechts von uns, direkt dann hier rüber gehen. Zum Beispiel bei Hives ganz wichtig. Guck mal auf die drauf. Ja. Du siehst ja, die haben einmal so eine Bienenwabe und einmal so einen Kopf, der so seitlich hängt. Okay, du bist wieder weg, okay. Dann warte ich mal kurz. Du hast die Hives, das ist gar nicht gut. Okay, lauf wieder in meine Richtung laufen, weg von den Hives. So, jetzt erkläre ich dir das nochmal. Okay. Du siehst aber den Hals, die haben einmal so eine Bienenwabe und einmal seitlich haben die so einen Kopf hängt, diesen mit den grauen Haaren. Richtig. Immer auf den grauen Haaren aufzählen, alles andere ist egal. Weil das ist der richtige Kopf von denen und sonst schreckst du die einfach nur auf und sorgst dafür, dass du auf jeden Fall Schaden kriegst durch deren Gift. Ah, okay. Perfekt. Also einmal schön hergeben, dann hat sie da erledigt. Cool. Ja, geradeaus von uns ist ein Pferd. Achtung deswegen. Hier sind auch noch ein paar Zombies auf jeden Fall. Hier sind auch immer gerne Spieler treffen. Hier kann zum Beispiel auch die... Ah, hier sind Schüsse. Nee, nee, das ist weiter, ist noch weiter weg. Okay. Das würdest du hören, wenn es deutlich... Das wäre ein bisschen deutlicher noch. Kann man die Messer? Ja. Achtung, Immo. Natürlich habe ich ihn abgeschreckt. Natürlich. Versteckt ihn mal ein bisschen. Aber. Weil natürlich ist es doof. Ja, mal außen rumlaufen. Hast recht. Das. Okay, er kommt. Gut, der muss da. Na gut. Bist du wieder weg? Oder bist du noch da? Boah! Also jetzt bist du wieder da wahrscheinlich. Ich bin gerade wieder da, ne? Hm. Kann mich gerade bewegen, ist auf einmal so ein Höllenhund irgendwie oder was ist da jetzt vor mir? Hm. Ja, dafür bin ich zu weit, Sven, du kannst wieder zu mir. Alter. Da hab ich nochmal Glück gehabt. Hm. Ja, vor allem, weil die Schüsse auch ein bisschen näher kommen jetzt mittlerweile.
Wie kann ich klettern? So, zweiter Hinweis, das. Und dann erstmal hier rein. Wenn du noch da bist. Ja, ich komm. Okay. Mach mal die Taschenlampe aus. Mach ich die denn aus? Weiß ich nicht, du hast die angemacht. Oh Gott. Alter, du kriegst eine halbe Messe verkriegt, weil ich den Zombie auch einmal herkommen. Ey, da kam ich was hinter dir hergelaufen. Da ist doch einer. Naja. Ja, Zombies sind sicher easy, aber man erkennt nicht immer direkt auf ersten Blick, ob Spieler oder Zombie. Okay, auf jeden Fall weit von uns entfernt. Müsste da eigentlich die Station sein. Weil da ist die Spinne. Da ist die Spinne auch gerne. Schweinefarm ist mehr so Pitcher. Ich würde sagen, wir gehen zum Blank Brinery. Ich weiß, du kommst gerade. Noch da, Sven? Ich bin da. Okay. Ich bin ein bisschen genervt wegen Internet, aber bin da. Okay. Gut, was hältst du von meinem Vorschlag? Können wir so machen. Okay, hier siehst du zum Beispiel, hier war ein Spieler, weil die Türen offen sind. So in der Kombo. Und wir gehen direkt rechts lang und dann links. Oder auch direkt weiter. Was ist das? Irgendwie was? Alter, der ist immer noch hinter dir, okay. Komm. Alles klar. Also, Wasserteufel sind hier, das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter ausholen. Rechts von dir, Feuerding. Ja. Hier kommen wir das. Kidoki. Du siehst im Übrigen. Wenn du mal auf die Map guckst, die Meuchler sind noch da, die den gekillt haben. Ah, okay. Die wollen die Map nicht verlassen, weil die erstmal gucken wollen, was mit der Spinne abgeht. Weil das, man kann nämlich auch beide holen. Ah, okay. Ich glaube, darauf spekulieren die aktuell. Dann schätze ich mit einem Glück zu schätzen. Das bricht aber oft auch oft das Genick, sag ich mal so. Okay, du bist wieder weg. Seht ihr nur eins, weil wir gegen die Wand rennt. Und er ist wieder da. Hi. So, Brindery, sind wir fast da. Also Sven, den kannst du jetzt gerne haben, diese Ausfälle. Aber sobald wir dann nachher kämpfen, dann muss er mal kurz hier wacker bleiben. Ja, ich muss echt nochmal gucken, wie ein Scheiß Internet. Meine Verwirrungstaktik ist ja schön und gut, aber zu sehr verwirrend ist auch nicht gut. Ja, hier ist zum Beispiel eher. Es gibt Orte, wo zum Beispiel eher andere Bosse für bekannt sind. Zum Beispiel hier ist eher so der Schlachter zu treffen. Ah, okay. Heißt, wir haben ja Spinnenmap, das heißt, hier ist er wahrscheinlich nicht. Also sowieso nicht, weil es ja ausgerottet ist, aber. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ausblick dann. Ich finde es geil, dass die Leiter pink ist. Hm, weißt du, fehlen jetzt die Texturen im Spiel halt.
Das reicht zum Beispiel auch. Aber hier so ein bisschen versteckt bleiben. Und die Situation abwarten. Weil jetzt ist aber sowieso mega spannend, weil Meuchler sind noch da. Spinne ist noch da. Spinne ist noch da? Wurde ja noch nicht gemacht. Das. Alter, das Internet. Sind gerade so viele bei dir auf Pornhub oder was? Keine Ahnung, ey. Ich höre Hunde. Ja, die sind aber noch ruhig. Die würden dann richtig krass rumbellen, weißt du? Dann wäre Alarmanlage, dann wären hier auf jeden Fall welche. Ah, okay. Wie, aber geil, wie, obwohl. Ach, Meuchler kommen so langsam. Also Meuchler sind auf dem Weg, Sven. Okay. Der ist bei dem Fort. Siehst du das jetzt mit E oder mit Karte? Ach, du bist du jetzt raus? Ja. Lol. Okay, du bist raus. Oh, scheiße. Kacke in einer Welt. Hey, hat für 1,5 Runden gereicht, Sven. Hey. Ich muss gleich nochmal gucken, wie ich das fixen kann. Aber aktuell Red Dead ist aktuell schwierig, deswegen Hunt fliegt raus, Red Dead fliegt raus. Rainbow hast du auch letztes Mal 2,5 Runden in meinen Ausgang. Mann, jetzt hast du ja erstmal morgen beim den, bis heute deinen schönen Termin. Da passt er. Oh Mann, ey. Bist du auch rausgeflogen oder? Ne, nur du. Achso. Weil der Internet ja aus Abgang gemacht hat. In solchen Fällen, wenn das übrigens passiert, dass du Internet verlierst, mitten in einer Runde. Ja. Und jetzt nicht zum Beispiel der Fall auftritt mit Noob oder so, ne? Noobschutz. Da ist es zum Beispiel so, dass du deinen Charakter einfach behältst und das dann, also was in AliExcess, dass du behältst deinen Charakter. Ja. Dann wird das so, sag ich mal, so gerechnet halt vor der Runde. Ach so. Okay. Du hast die Runde nicht stark gefunden. So. Ach so. Da wäre ich die auch noch bei mir schon mal. Jo. Weil wir jetzt die Map auch verlassen, weil alleine macht das jetzt weniger Sinn. Ja. Das ist erstmal dann so. Aber ich meine, du hast ja schon mal den Einblick in Hand schon mal gekriegt. Genau. Und da kann man demnächst dann richtig dann reinstarten. Auf jeden Fall. Vor allem liebe Zuschauer dann auch im Dates. Also das war jetzt einfach so Grundlagentechnik für mehr oder weniger schon Anfängerguide. Ja, so ein bisschen. Und dann im Dezember meinte Bernd schon gesagt, da kann er sich vorstellen, dass er das auch schon wieder krasser ist. Dass das in diesem Jahr vielleicht Trio-Runden kommen oder so, ist halt nicht ausgeschlossen. Dann? Ja? Konnte ich wieder nicht hören. Ja, mach mal, ich war ja für die Zuschauer. Achso, gut. Kannst du da aufnehmen, Mann, also. Okay. Ach, Svenny. Und was natürlich auch noch ein kleiner Tipp ist, NPCs kann man auch gut farmen in dem Spiel. Ah.
okay. Rausgekommen. Also, ladies and gentlemen, das war ein Anfängerguide von All In. Ja, richtig krass. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's dann richtig hart ab. Vor allem bei Sven. Haut rein und ciao.